Ein Tag in Sanfeder-Ording am Strand. Das Abenteuer beginnt. Wir haben heute einen super sonnigen Tag. Es ist verhältnismäßig warm. Man kann fast im T-Shirt hier rumlaufen. Es ist mal nicht so windig. Wir schätzen mal Windstärke 2 bis 3. Ob es zum Buggyfahren reicht, werden wir gleich sehen. Aber wir werden einen tollen Tag heute am Strand verbringen und zeigen euch mal, was hier alles so zu sehen und zu beschauen gibt. Viel Spaß! Keine Ahnung, was das sein soll. Willst du was sagen? Was soll ich sagen? Ich habe gerade gesagt, wir können nur Stand-Up-Paddling machen. So schön ist es. Kein Wind. Ja. Ich nehme gerade komplette Ebbe. Wahrscheinlich Tiefstand des Wassers. Wir stehen hier auf der Sandbank. Oft ist diese überspült bei Flut. Und im Hintergrund seht ihr das H2O. Und das ist auch oft, zumindest teilweise, mit den Pfahlbauten im Wasser. Im Hintergrund seht ihr die Strandbar 54 Grad. Vor ein paar Jahren war das noch das Strandcafé Doris. Halb so groß. Und irgendwie war es viel kleiner, romantischer, war eine kleine Imbisshütte, hatte aber ihren eigenen Charme. Das ist jetzt ein richtiges Luxusteilchen geworden. Ihr werdet gleich mal sehen, auf wie viel Pfahlbauten das stehen muss, damit das bei Flut überhaupt noch getragen wird. Ist das nicht eine krasse Konstruktion? Nur damit eine Kneipe in Strandnähe stehen kann und trotzdem reicht es von der Höhe nicht aus, weil scheinbar die Flut immer wieder höher ist. Und man sieht hier schon die ganz lange Brücke, die extra gebaut werden musste, damit die Leute überhaupt hier noch mit trockenen Füßen den Weg in das Restaurant finden. Schon krass. Und das soll jetzt alles abgebaut werden und soll ein paar Meter nach hinten versetzt werden, dass die Leute es leichter haben, hier ihren Kaffee zu schlabbern. Damit die Kitesurfer nicht die Badezone durchfahren, hat man extra diese Pfosten hier wieder reingemacht, damit die sozusagen eine Sperre hier sehen. Leider reichen hier nicht Worte, sondern wieder bauliche Maßnahmen müssen getroffen werden, damit die Leute sich dran halten und nicht durch die Badezone fahren. Was immer das hier auch ist, sind Steine. Aber wo kommen die Steine her? Oder sind es Lehmbrocken, die wie Steine aussehen? Ist jedenfalls sau interessant. Warte. Nein. Wir machen den ultimativen Fußtest. Sind gar keine Steine. Sind keine Steine, sondern sind matschige. Lehm, hä? Matschiger Schlamm. Hier sieht man mal den krassen Unterschied, wie hoch so die Brücke bzw. diesen Steg erhöht haben in den letzten ein, zwei Jahren, damit die Leute überhaupt noch die Möglichkeit haben, bei Flut hier die Strandbar zu besuchen. Also ich kann mich noch vor zwei, drei Jahren erinnern, dass das deutlich niedriger war. Krass, krass, krass. Nach gefühlten 2 Minuten auf dem Steg hat man endlich den Eingang erreicht. Was wäre die Nordsee ohne einen Strandkorb? Genießen wir mal schön kurz die Ruhe. Kurze Pause. Ja, das ist unerträglich heiß. Wir müssen wieder raus.
So, das war mal ein kurzer Ausblick, was der Strand alles so zu bieten hat. Jetzt noch mal im Schnellverfahren ein kleiner Rundblick. Grad SPO.